Hallo liebe Leute, willkommen zu diesem Videotutorial. Ich bin Natalia Greger und ich leite die Musik- und Kunstschule Berlin. Jetzt berlinweit und deutschlandweit zu buchen, auch im Online-Unterricht. Und wer meinen Kanal mag, der darf ihn am Ende selbstverständlich abonnieren. Bevor es hier in die weihnachtlich klingende Weihnachtszeit geht mit Weihnachtsliedern, möchte ich euch nochmal ein Play-Along präsentieren heute. Das bekannte Raise Me Up, was auch eine Schülerin von mir spielt, die hat mich überhaupt auf den Gedanken gebracht. Dankeschön. Und ich werde es euch wie immer erstmal präsentieren mit meinem lustigen Hintergrund, ländlichen Hintergrund, den ich aus TikTok Greenscreen gebastelt habe. Und dann spiele ich es euch so langsam zum Mitspielen. Und am Ende gebe ich euch noch die Möglichkeit, es etwas eine schwierigere Variante zu spielen, und zwar mit Bindung. Außerdem möchte ich euch zweimal Hinweise geben, warum dieses Lied dann doch nicht so einfach ist, wie es scheint, und euch so ein paar Übertipps zwischendurch geben, bevor ich das dann langsam vorspiele. Ich hoffe, ihr habt das Stück wiedererkannt und habt jetzt eine Inspiration und Lust, es auch zu spielen. Genau, was besonders schwierig ist an dem Stück, beziehungsweise auf was ich hinweisen möchte, ist dieser, hier ist ja die Noten, also ist dieser Rhythmus. Es ist halt immer nicht eine Frage nur der Finger, der richtigen Finger und der Tonhöhe, sondern auch der Art des Rhythmuses, damit ein Lied dann richtig schwingt und wie das Lied klingt. Und hier ist halt diese Besonderheit, das ist halt. Dass es halt diese getragenen Töne gibt. Die werden gerne vergessen am Anfang, dass man auch einen Bogen langsam streichen lassen soll. Vor allem hier an dieser Stelle, wo es weitergeht. Das ist eine halbe Note, eine richtig lange Note. Ja, genau, hier. Die ist wirklich viel länger als zum Beispiel diese Noten, Achtelnoten. Die muss man dann wirklich auch lange halten. Also achtet darauf, ihr könnt es vorher auch gerne mal üben, indem man zum Beispiel einen ersten Finger auf der D-Seite nimmt und den. Also 4 oder 8 Zeiten einfach klingen lässt und dann wieder zurück. Ja, weil es ist ein langsames, getragenes Stück und die langsamen Noten müssen wirklich langsam sein in dem Stück, sonst wirkt es gehetzt, wenn ihr dann die Finger könnt. Oder hier diese Sache, die zweite ist halt dieses Gesprungene. Bam, ist wie so ein kleiner Hüpfer in die Luft. Lang, kurz lang, dass der wirklich der lange lang ist und der andere halt diese Punktierung richtig rauskommt. Das kommt auch am Ende nochmal und zwischendurch vor. Also diese Punktierung hier mit dieser 16. und hier und am Ende nochmal hier und hier. Also das hatte ich schon vorher gezeigt, aber hier, dass das wirklich
da schön rhythmisch ist. Dieses Dam, Badam, Badam, so ein Galoppschritt. Ne? Das könnt ihr auch mal, auch mit, wenn ihr Gefallen gefunden habt, am ersten Finger streichen. Zum Beispiel den ersten Finger auf der A-Seite diesmal. Also lang, kurz lang, kurz lang. Dass ihr das wirklich mal so übt, nur ohne die Noten hier. Jetzt kommt dann zusammen. Ich muss mir die Noten hinstellen, weil ich habe hier das, ja, diese Version, die ich vorgespielt habe, die war etwas schwieriger. Und das ist hier die leichte, damit ich wirklich die richtigen Fingersätze spiele, die ich euch da hingeschrieben habe und die ich auch hier einblende, dass ich die auch wirklich nehme. Die A-Seite berührt, sorry, weil ich so viel hier reingeguckt habe in die Kamera und versucht habe, dabei zu lächeln. Jetzt spiele ich es nochmal. Das ist jetzt die Advanced Version mit Bindung. Okay, das ist halt irgendwie so ein bisschen schwieriger mit kleinen Bindungen, habe ich euch ja jetzt, wenn ihr gesehen haben, reingezeichnet. Und auch, dass das an einen Stellen Aufstrich ist. Wer noch mehr Sachen üben will oder jetzt noch einen Hinweis im Nachhinein, ich wollte jetzt nicht so viele Hinweise am Anfang machen, weil sonst denkt man, wann spielt es jetzt endlich, will es spielen, soll es endlich losgehen. Also hier in 1, 2, 3, 4. Takt, ja, ist ja diese Triole. Da steht die 3 über dem dritten Finger. Das ist... Also wer noch keine Triolen gehabt hat, das ist auf 1. Ach, das ist eine Achteltriole. Das ist immer eins schneller die Balken als das, der Wert. Auf eine Achtel kommen 3 Noten. Tri, 3, daher der Name. Also hier, das sind ja 1 und 2. Und wir spielen das hier in Achtel. Und 1. Ja, so geht Takt 1, 2, 3, 4. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt mit meinen vielen, vielen Hinweisen wirklich gut geklappt hat.
Und dass ich euch das nächste Mal wiedersehe, dann mit Weihnachtsliedern. Wer da irgendwelche Wünsche hat oder spezielle Sachen, der kann das jetzt auch hier im Text tippen oder mir eine E-Mail schreiben. Die ganzen Links folgen und auf meiner Seite von der Musik- und Kunstschule Berlin findet ihr auch die E-Mail-Adresse und Telefonnummer und alles. Und dann viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ja, noch einen längeren Hinweis, der dritte Finger auf der G-Seite ist hoch und der zweite Finger auf der D-Seite ist auch hoch und der zweite Finger auf der A-Seite ist auch hoch und der zweite Finger auf der E-Seite kommt gar nicht vor. Gott sei Dank, weil der wäre tief in D-Dur. Ja, jetzt nochmal als Hinweis, damit es dann bei euch hoffentlich richtig gut klappt. Und bis zum nächsten Mal.